Na ja, gut. Da, da. Die Beere. Ach, wir haben es schon wieder voll. Ja, dann. Ich habe hier kein Schnarchen gehört. Sachchen. Ich habe ihren Mann gefunden. Gefaltete Nachricht. Fremder, wenn du dies liest, hast du mich entweder schlafen vorgefunden oder mich getötet und ausgeraubt. Sollte es Ersteres sein, tut es mir sehr leid und ich bitte dich, mich zu meiner Frau in Grimsby zurückzubringen. Das Dorf liegt nördlich von hier an der Küste von Lincoln ist hier. Sollte es Zweiteres sein, hoffe ich, dass du auf einer steilen Klippe ausrutscht und hinunterfällst. Der hat tiefen Schlaf. Wohin noch? Ah, da. Gut, ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn noch finde. Das ist ran. Wieso? War er schleicht? Wobei ich glaube, ich könnte ran auch durch die Wohnung ziehen und der Wohnung ziehen und er wird es nicht mitbekommen, wenn er schläft. Schleichen, genau. Aber ran schleicht doch anders. Das hört sich anders an. Höre Wölfe. Na, sie. Es reicht. Du sollst mich da nicht anfassen. Was? Du hast recht, okay. Ich kann dich natürlich auch liegen lassen, du hast mich. Ein Mann, der jederzeit einschlafen kann. Wie hast du so lange überlebt? Der schnarcht gar nicht mehr. Oh, jetzt schnarcht er wieder. Mist. Ja, ja, ich hab ihn ja, ich hab ihn ja. Oh Götter, Beate! Bring ihn rein! Ja, ja. Wirklich. Ich fand ihn schlafend unter einem Baum. Er ist unversehrt. Mein armer Beate. Ich bin so froh, dass er wohlauf ist. Du hast ihn gerettet. Er hatte Glück. In der Nähe gab es weder hungrige Wölfe noch Banditen. Die Notiz, die er bei sich trägt, hilft. Aber er muss vorsichtiger sein. Vielleicht hat er nächstes Mal weniger Glück. Du hast recht. Ich warte, bis er aufwacht. Dann gibt es einen Satz warmer Ohren. Das ist ein Anfang. Leb wohl. Ich kann aber keine hungrigen Wölfe in der Nähe? Gut. Was mit dem Riesenwolf? Ist er wach?
Super. Nächste Quest. Der riesige Wolf war anscheinend nicht hungrig. Okay. Es wirkte aber so, als wollte er mich fressen. Vielleicht hat er mich aber auch einfach nur zum Fressen gern. Er hat sich nur verteidigt. Der hat angefangen. Der hat mich zuerst angegriffen. Und dann hat er seine Freunde gerufen, ja? Voll gemein. Wie soll ich noch eine weitere Nacht ohne dich überstehen? Weiß ich nicht. Das klingt nach einem gebrochenen Herzen. Wer ist gestorben? Meine liebste Katze, Sphinxi. Und bitte sei nicht so harsch. Sphinxi ist nur fortgegangen. Sie ist jetzt in Gottes Händen. Nichts schmerzt mehr als eine frische Wunde. Aber mit der Zeit wird sie heilen und der Schmerz schwinden. Ach, wenn dem nur so wäre. Stattdessen vermisse ich sie mit jedem Winter mehr und mehr. Seit wann genau ist Sphinxi denn fort? Morgen sind es 11 Jahre. Eine lange Zeit, ich weiß. Stimmt wohl. Hast du schon darüber nachgedacht, Sphinxi einen Schrein zu errichten? Es ist kein Begräbnis, doch es könnte dir in deiner Trauer helfen. Damit hatte ich sogar schon begonnen. Aber ich schaffe es nicht, ihre Sachen durchzugehen. Ich bin einfach nicht stark genug. Ich kann dir helfen. Wir errichten Sphinxis Schrein zusammen. Wo fange ich an? Bei mir zu Hause. Dort ist sie. Sie ist... Miepe, Papa. Im ganzen Gerümpel muss doch etwas für den Katzenschrein zu finden sein. Wie sieht das bei der... Na ja! Na du? Das eignet sich gut für den Schrein. Elvins Tagebuch. Die Familie ist größer geworden. Sphinxi hat endlich ein Wurfkätzchen geboren. Alle sind gesund und alle ähneln ihrer wunderschönen Mutter. Ich werde die Kleinen erstmal an ihrer Milch trinken lassen und mir einen Namen für sie. Alle überlegen. Oh, ich schäume über vor Freude. Papis? Ja, du? Ja. Muss Katzen freilassen. Oh, da ist noch was. Tja. Ich habe ein paar von Sphinxis Sachen gefunden. So, wie eine Miepi-Papi. Es ist vollbracht. Ein Schrein zu Sphinxis Ehren, an dem du ihr jederzeit Respekt erweisen kannst. Und ein Haus, das du wieder betreten kannst. Es ist sicher eine Umgewöhnung ohne Sphinxi. Aber ihre Kinder brauchen dich. Und
Und ich dachte, alle Dänen wären barbarische Plünderer und Mörder. Doch deine Seele ist rein, wie die meiner Sphinx. Der Herr sei mit dir. Miepi Papis. Das Abschieds-Miau. Miau. Yeah. Tschüss, Miezi Papsis. Ja, liebe süße Katzis. Irgendwann habe ich auch welche. Dann knuddel ich mit denen den ganzen Tag. Ob sie wollen oder nicht? Nein, Spaß. Noch da hoch. Und hip, und hip. Und ach, shit. Und ach, shit. Und. Nein! Was liegt denn da? Wo bist denn du? Titan! Ui, da hinten ist eine Schneeburg. So, das weißt du, da hinten hole ich noch, dann würde ich aber mal ausmachen. Dann kriege ich ja wahrscheinlich vielleicht sogar noch Schlaf. Oh, hier stimmt etwas nicht. Bullshit. Das ist ein Fluch. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Bläh. Nein, ich bin frei, ey. Okay, was denn ran? Glück gehabt. Ja, ein Stinkemonstraden. Hier, deine arme Nase, wir gehen noch ein Stückchen weg. Jetzt ist okay. Mein Schlaf wird überbewertet. Warum sagen das alle? Ich hab gedacht, du bist in einem Alter, wo du sogar Mittagsschlaf schön findest. Mittagsschlaf. Du sieh das jetzt einfach als meinen Mittagsschlaf. Wer macht den Mittagsschlaf? Ich morgen wahrscheinlich. Aber ist kein Mittag. Ja, also 12 Uhr mittags, 12 Uhr nachts, ist beides 12, ist Mittag. Ja, Mittagsschläfe sind was Tolles. So, wie speichert habe ich? Bedanke ich mich fürs Zuschauen und dabei sein. Trotz Chatproblemen. Hat ja dann doch irgendwie noch mit Discord geklappt. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft gut. Träumt süß und Sauerkraut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hi. Hier, Flauschling hier. So. Hallo, Mikrofilm. Heute gibt's wieder Assassin's Creed. Sollte hoffentlich alles laufen. Ich habe ein bisschen bei OBS rumgebastelt und das Weihnachtszeug weggemacht. Ich habe nur die Weihnachtsimots verpeilt, wieder umzustellen. Ich habe jetzt auch ein paar Bitty-Mods. Ah. Sind aber erstmal Platzhalter, bis ich was Eigenes hab. Videos geschnitten, Thumbnails erstellt, Alter, Thumbnails erstellen. Ne. Der Weihnachtsscreen ist weg, genau. Weihnachtsübergang ist auch weg. Apropos. Ich könnte einmal Licht machen und... Achtung. Okay, ja, Assassin's Creed, du musst jetzt erstmal laden. Ist richtig. Ja, das hatten wir früher. Haha. Schmalere Cam. Ha. Soll eine beliebige Taste drücken? Na gut. Ausnahmsweise. Red und Schwerden gesucht. Aber dafür, dass ich mit dem Programm eigentlich nie umgehen konnte, finde ich, sind meine Thumbnails eigentlich ganz gut geworden. Darf ich ja bestimmt mal so behaupten. Und wir sind mittlerweile bei 58% bei Assassin's Creed. Ich suche ständig diese beliebige Taste auf der Tastatur. Hm. Einfach random irgendwo beliebige Taste draufschreiben. Hallo Falk. Na, wie geht's? Hälfte geschafft. Ja. Ich glaube, die Hälfte geschafft hatten wir schon vor ein paar Wochen. Ich komme nicht sonderlich voran. Das Jewelfest endet bald. In 48 Stunden wird das Jewelfest vorüber sein. Ja, ist okay. Dann bin ich hoffentlich nicht mehr beim Laden betrunken. Ich habe Hoffnungen. Hoffnungen und Träume. Also wir hatten bis jetzt nicht viele Bugs, aber der ist am nervigsten. Also wenn ich selber saufe und dann rumlaufe und betrunken bin, das ist okay, aber dauerhaft ist es dann nicht so geil. Ich darf ja nicht erwischt werden. Eva, wach auf, du da! Er hört dich nicht. Er ist weggetreten. Sie hat recht. Man sieht es am Pissesee um seine Knöchel. Wie? Er kommt so schnell nicht zu sich. Ist schon gut. Wir warten. Dann kann er zusehen, wenn wir dich häuten. Vergiss es, Eva. Schlaf weiter. Schlaf. Du bist das. Die letzten zwei Tage mal den Sethis, das Stream durchgezogen. Und ich muss sagen, du bist nicht der Einzige, der üben muss. Ja dann. Mist. Üben, üben, üben. Und dann spielen wir noch eine Runde Mario Kart. Hä, hey, wo ist noch eine? Okay. Ach da, guck mal. Codierung, ich sehe das.
Aber immer noch kurz. Du wirst mich doch eh wieder abziehen. Aber Tiger zieht uns alle ab. Hä, wo kommen die denn alle her? Das stimmt aber nicht. So, ich muss gleich nochmal in die OBS-Einstellungen. Das tut mir leid. Nicht funktioniert, wie ich es gehofft hatte. So, Sekunde. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Hab mich beeilt. Ich habe dich übrigens gestern bei Yuna gesehen. Was? Nein. Ich habe dich heute nicht bei Debbie gesehen. Ha! Ach, ich sollte den vielleicht befreien. Oh ja, das könnte man vielleicht machen. Ihr schon wieder. Noch einen zu großen Schluck aus dem Abenteuerhorn genommen? Das war seine Schuld. Ich habe gleich gesagt, dass sie wie Banditen aussehen. Aber er wollte sie um ihr Silber bringen. Wir müssen hier weg. Ein paar von denen holen Feuerholz. Die könnten jeden Moment zurückkommen. Es gibt hier kein Wir. Dein Bruder, dein Problem. Was? Nein, bitte. Sieh ihn doch an. Wie ein Sack Mehl. Ein toter Sack Mehl, wenn ihr euch nicht beeilt. Wenn ich ihn tragen muss, schaffen wir es nie lebend hier raus. Bitte. Dann trage ich ihn halt. Mann, 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 Mann. Wer ist hier der Mann, hä? Glück, dass ich dich mag. Ihr seid zwar beide hohl zwischen den Ohren, aber du bist hier nicht das Problem. Danke. Hier lang. Bin lieb. Ich hab nichts gesagt. Falsch gedacht, sächsischer Hund. Diese Söhne Ragnars sind unbesiegbar. Bald kennt die ganze Welt unsere Namen. Er redet im Schlaf. Das hat mir gerade noch gefehlt. Hm, der redet gerade. Okay. Ich wollte schon sagen, hä? Was? Siehst du das? Siehst du das? Was denn? Diese Klinge ist von Grundöl. Grundel Donnerschmied. Hat das eine schicke Klinge, ja? Der beste aller Schmiede. Ein Treffer. Und dein Lebenssaft sprudelt aus dir heraus wie heißes Wasser aus einem Geysir in Nordwege. Du lachst. Glaubst du, ich mach Witze? Sehe ich aus wie ein Dorftrottel? Wie schon, ja. Nächstes Mal denkst du zweimal nach, ehe du mich verhöhnst. Keiner lacht mich aus. Keiner. Trenn dich von ihm, wenn das vorbei ist. Allein bist du besser dran. Evo ist aber gemein. Den hole ich ein. Juhu. Ich will mir nicht alleine das Geschwafel anhören. Oh, es gönnt dir das Geschwafel von deinem Bruder, aber irgendwie redet der nicht mehr. Mist. Funktioniert's jetzt? Ja. Schwarze Wolf. Also witzigerweise heißen die Einstellungen gleich, aber irgendwie. Sieh nur, da! Funktioniert das bei der Einstellung Video besser als bei der Einstellung Ausgabe? Macht keinen Sinn. Ich freue mich auf eine neue Grafikkarte. Juhu! Au, du Mist! Das war meine Fähigkeit! Braves OBS, ja! Manchmal ist es doch ganz nett. Hä, muss ich hier liegen lassen? Okay. Ich kann den nicht aufheben. Der lebt aber noch. Hallo? Ah, hey. Hier trennen sich unsere Wege. Ja.
Danke. Danke vielmals. Dank mir nicht, sondern hör mir zu. Dieses Leben ist nichts für euch. Es gibt Leute da draußen, die würden euch umbringen wegen solcher Albernheiten. Das weiß ich jetzt auch. Wenn dein dämlicher Bruder wieder einen ruhmreichen Plan ausheckt, ball deine Hand zur Faust und hau sie ihm zwischen die Augen. Oder noch besser, tritt ihm ins Gemächt. Darauf hört er. Ins Gemächt. Au. Ja, das dürfte meinen Standpunkt klar machen. Danke. Ja, ich meine, du wirst uns nie wiedersehen. Gut. Regel Nummer 3, immer in die Weichteile. So. Wir mit dem Silber entkommen, ja? Die armen Narren wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Wir müssen noch zuhören. Als wir aussehen. Wohin gehst du, Bruder? Du musst mir alle Einzelheiten unseres großen Sieges berichten. Ich gehe nach Hause. Ich dachte, Regel 3 lautet, traue niemanden. Das ist Regel 2. Regel 1 habe ich gerade vergessen. Hey, Wolfi. Aber Regel 1 traue niemandem? Ach, ich weiß es nicht. Regel 2, streite alles ab. Okay. Hallo, Bär. Kühe. Pfeile! Ja, ich hab wieder Pfeile. Hallo, Kuh. Ja, sie mag mich. Regel 1, lass dich nicht erwischen. Ah, okay. Apropos, lass dich nicht erwischen, streite alles ab und traue niemandem. Among Us Emote zu. Rot war mich schon immer suspekt. Ja. Ich habe noch eins, aber das nur auf dem Discord. Ich kann es hier nicht hochladen. War Yuna wieder fleißig? Ja. Aber die gab's kostenlos. Haha. Die anderen Emotes für die 2 Emote-Plätze, die uns noch fehlen, die werden diesen Monat gemacht.